Bevor es jetzt gleich losgeht hier im Ring, noch ein paar Informationen zu den beiden Boxern. Richard Bengo aus Nigeria ist bereits 37 Jahre alt, wiegt 106,1 Kilogramm bei 1,91 Meter Körpergröße. Ist Profi seit 12 Jahren, hat seitdem 18 Kämpfe bestritten, 17 gewonnen, 13 davon durch K.O. Sein Gegner Alexander Povetkin stammt aus Russland, ist Profi seit 2005, 26 Jahre alt, wiegt 99,5 Kilogramm bei 1,88 Meter, 5 Kämpfe als Profi, 5 hat er gewonnen, 4 davon durch K.O. Die Punktrichter sind Wilhelm Vogel aus Wien, Ingo Barabas aus Egenhausen und Erich Straub ebenfalls aus Wien. Und der Ringrichter kommt aus Nordhausen und ist Klaus Griesel. Viel Spaß, 6 Runden im Schwergewicht zwischen Richard Bengo und Alexander Povetkin. Weiteren guten Abend. Okay. Zwei olympische Helden treffen in diesem Kampf aufeinander. Richard Bengo, Olympiazweiter 92 in Barcelona. Und dieser Mann, Alexander Povetkin, Olympiasieger 2004 in Athen. Bengo, schon 37 Jahre alt, seit 12 Jahren Berufsboxer. Und er ist für Povetkin der erste namhafte Gegner. Povetkin ja ist 2005 Berufsboxer geworden, also ein Jungprofi noch. Bislang ungeschlagen. Aber Bengo natürlich gefürchtet wegen seiner extrem harten Schlaghand. Der Kampf hier im Schwergewicht auf 6 Runden angesetzt. Von seinen 18 Kämpfen als Berufsboxer hat Bengo nur einen verloren. Das war gegen Nikolai Valujev, der mittlerweile WBA-Weltmeister ist. Im Juli 2004 lieferte Bengo einen guten Fight, aber verlor dann durch K.O. in Runde 6. Oh, schöner linker Cross von Povetkin. Das ist ja ein Angriffsboxer, aber auch der linke Jab von Bengo kommt. Der kann schnell und explosiv schlagen. Beide passen auch von der Größe her gut zueinander. Bengo 3 cm größer, 1,91, Povetkin 1,88, aber Bengo macht sich auch ein bisschen kleiner. Ohne langes Taktieren geht's hier los. Schöne Serie von Povetkin und auch der Konter von Bengo. Povetkin versucht den Druck zu erhöhen, aber Bengo sofort auch mit dem linken Jab. Sehr schön. Ein sehr guter Kampf von den beiden. Schulterrunde 1 und dann die rechte. Über die hängende Führhand geschlagen. Genau das hatte Povetkin vorher schon auf dem Video gesehen. Dass Bengo nach dem Schlag ein bisschen offen ist. Hat hier nicht die beste Deckung. Und noch zwei schwere Hände vom Russen, vom Mann aus Tschechow bei Moskau. Hier nochmal getrennt von dem Richter Klaus Griesel aus Nordhausen, aber starke erste Runde für Povetkin. Успокойся. Starke linke Führhand hier von Bengo. Da ist Povetkin voll reingelaufen. Не
Und gleich noch eine Szene aus Runde 1. Bingo mit der Führhand durch die Deckung hindurch. Ja, der Mann ist nicht ungefährlich. Hinein geht's in Runde 2. Bingo, der ja eigentlich Richard Igbinegu heißt und sich als Berufsboxer dann den Namen Bingo gab, was so viel bedeutet wie Bang and Go. Also ich schlage und dann geht's weiter. Und er hat ja 13 Knockouts in seinem Kampfrekord zu stehen. Aber auch Pavetkin ist ein Mann mit einer guten Schlaghand. Wieder schöne Links-Rechts-Kombination. In der Ecke zuvor zu sehen mit seinem Trainer Valeri Belov, der ihn schon als Amateur trainiert hat, als Pavetkin zweimal Europameister war, Weltmeister und Olympiasieger. Eine unglaublich erfolgreiche Karriere als Amateurboxer. Ja, Rechte von Bingo zum Körper. Mit seinen 37 Jahren noch sehr explosiv. Und der Jab kommt gut. Da muss Pavetkin ein bisschen beweglicher sein im Oberkörper. Die muss er auspendeln. Bisschen zu langsam jetzt. Bingo mit der rechten Schlaghand. Pavetkin versucht Druck aufzubauen. Macht den Kampf von der Ringmitte. Jetzt wieder Bingo am Seil und da müsste Pavetkin kommen. Hey! Ja, wenn er die rechte schlägt, da fällt er richtig in die Hand mit rein. Und da kann Pavetkin kontern wie hier. Aber die rechte Folge. 3, 4, 5. Und ein bisschen verzögert die Wirkung bei Bingo, der noch nicht wieder richtig klar ist. Die Beine, die Knie noch wirklich. Und Klaus Griesel aus Nordhausen bricht den Kampf ab. Absolut richtige Entscheidung. Bingo voll getroffen, da freut sich natürlich auch Wilfried Sauerland und sein Sohn. Sie haben diesen großen Deal eingefädelt. 10 out. Und Pavetkin zum Sauerland-Boxstall geholt. Es waren ja viele große Promoter an ihm dran nach den Olympischen Spielen. Don King, Bob Arum, Frank Warren. Und er hat sich dann für Deutschland entschieden. Und er ist auch der Meinung, dass die Zukunft den Boxern aus Osteuropa gehört. Valujew ist ja schon WBA-Champ. Wladimir Klitschko boxt jetzt in Kürze um den IBF-Titel. Und Oleg Maskayev ist der offizielle Herausforderer von Hashim Rahman. Und für ihn sicherlich heute enttäuschend, dieser Kampf. Richard Bingo, der einst von einem deutschen Trainer entdeckt wurde, von Bodo Andreas. Das war die Aktion. Und dann konsequent nachgesetzt. Und dieser linke Seithaken brachte dann die entscheidende Wirkung. Vorher schon links-rechts getroffen. Und das zeichnet diesen Pavetkin aus. Der setzt nach, der lässt nicht locker, nimmt auch mal einen Schlag mit und geht dann mutig weiter drauf los und sorgt hier schon in Runde 2 für die Entscheidung in diesem Kampf. So, meine Damen und Herren, das Lieblingsurteil aller Punktrichter. K.O. nach 2 Minuten 20 in der zweiten Runde. Dadurch der Sieger in diesem Schwergewichtskampf, Alexander Pavetkin. Ein toller Auftritt von Pavetkin.